Hallo und herzlich willkommen zurück bei Professor Layton vs. Phoenix Wright. Nachdem wir in der letzten Folge geflüchtet sind vor den Rittern der Inquisition, sind wir jetzt hier in Barbarossas Spelunke eingetroffen. Haben wir dessen unterwegs noch ein paar Rätsel gemacht und jetzt wollen wir uns der gnädigen Dame vorstellen. Aber erst will ich die Hinweismünzen suchen. Na komm. Hinweismünzen. Hier sind bestimmt irgendwo Hinweismünzen. Nein. Genau, da war eine. So. Hier ist nur eine Hinweismünze zu finden. Echt jetzt? Okay, dann reden wir erstmal mit dir. Hi-ho, Chefin, ich habe ein paar Gäste für euch mitgebracht. Hey, ein bisschen leise bitte. Oder du vertreibst mir noch meine anderen Gäste. Du bist im Haus schon vergessen? Gäste, sagst du? Das kommt überraschend und ich weiß, es sind nur ein paar Kinder, aber der Junge hier hat mein Leben gerettet. Sei doch so lieb und bring dem Jungen einen Saft, der geht auf mich. Schreibt einfach auf meine Rechnung. Das ist mir egal. Hast du dir das Mädchen angesehen? Was hast du dir dabei gedacht? Ei, hast du etwas Brot zwischen den... falsche Stimme. Sorry. Ei, hast du etwa Brot zwischen den Ohren, du Narr? Was? Das Mädchen wird verdächtig, die große Hexe Arcana zu sein. Arcana? Mach mit so etwas keine Witze. Ich hatte keine Ahnung. Wartet mal, Sophie ist nicht der Arcana. Wir haben ihre Unschuld bewiesen. Siehst du, Chefin, der Junge sagt auch, dass sie nicht Arcana ist. Und überhaupt wusste ich sofort, dass dieses Mädchen unschuldig sein muss. Bill, dein Urteilsvermögen ist etwas so verlässlich wie die Schuhe aus Papier, wenn es regnet. Mich würde ja interessieren, wer euch zu meinem Wirtshaus geschickt hat. Das war Inquisitor Alois Flamberg. Ei? Also war er es. Ihr. Erzählt das besser niemandem sonst, versteht ihr? Ihr könnt das Leben unseres werten Inquisitors unnötig schwer machen. Natürlich. Verstanden. Ich weiß nicht, wer sich dabei gedacht hat, aber... ich helfe euch. Ihr könnt die Nacht hier verbringen. Ich habe oben ein leeres Zimmer, in dem ihr schlafen könnt. Wir haben hier gerade die reichlichsten Gäste zu. Also ignoriert das Chaos. Zum Schlafen sollte es allem mal reichen. Danke, danke vielmals. Danke für eure Hilfe. Vielen Dank für eure Hilfe. Freut euch nicht zu früh, Kinder. Ich habe hier nichts zu verschenken. Ich erwarte, dass ihr euch für diesen Gefallen eines Tages erkenntlich zeigt. Puh, ich bin froh, dass Barbarossa so eine nette Frau ist. Ja, Herr Hauer und Frau Rossa sind beide sehr nett. Sieht so aus, als hätten wir unser... könnten wir uns heute ausruhen, nicht wahr, Herr Wright? Ja, wir können die Zeit einfach ein paar Nachforschungen nutzen. Aber wir sollten uns ausruhen, solange wir noch können. Morgen wird wohl ein sehr hektischer Tag. Großartige Ideen. Ich kann Ihnen dazu nur zustimmen. So. Dieses Wirtshaus ist ein Ort, an dem Leute wie ich sich wie zu Hause fühlen können. Die Chefin hilft immer, die in allen Schwierigkeiten geraten. Ich weiß, sie wirkt ein bisschen ruppig, wenn man sie gerade kennengelernt hat, aber am Ende hilft sie doch immer allen. Alle hier würden für Barbarossa ihre Hand ins Feuer legen, richtig? Darauf kannst du deinen Besen fressen. Es schadet natürlich nicht, dass sie so gut aussieht, richtig? Ich verstehe nicht, was ganz ihr damit sagen wollt. Ha, du bist doch ein wenig zu jung dafür, was? Nun, die Zeit vergeht, am besten machst du dich fertig fürs Bett. Euer Zimmer ist oben. Es ist nicht besonders aufgeräumt. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich hoffe, ihr genießt eure Nacht hier und könnt euch entspannen. Geht einfach nach oben, wenn ihr müde seid.
Wir reden nochmal kurz mit ihr. Kennt ihr und Inquisitor Flambeut euch einander? Ei, das könnte man so sagen. Ja, das ist etwas überraschend, würde ich sagen. Ich meine, Inquisitor Flambeut ist das Oberhaupt der Ritter und ihr eine nicht lustige Wirtshausbesitzerin, richtig? Ei. Dann an den Tatsachen lässt sich nichts ändern. Ihr seid so unterschiedlich, aber ich denke, ihr vertraut einander wirklich. Alois ist, naja, anders als die restlichen Ritter in Labyrinthios. Für alle anderen Ritter sind wir nichts weiter als ein Haufen dreckiger, nichtsnutziger Abschaum. Wir sind die bevorzugten Sündenbocke, wenn irgendwo in der Stadt ein Verbrechen verübt wird. Das stimmt. Herr Hauer hatte nichts Falsches getan, als der Professor und ich ihm halfen. Ei, die Leute haben ihre vorgefertigte Meinung und fragen nicht weiter nach. Aber Alois, er ist gerecht. Er bildet sich kein Urteil, nur weil jemand zwielichtig oder schuldig aussieht. Oder wegen der Arbeit, die jemand verrichtet. Er versucht nur, die Stadt mit Rechten und guten Methoden zu schützen. Deshalb hilft er uns immer. Interessant. Das heißt, er ist gar kein schlechter Kerl. Hast du etwas gesagt? Nichts. Es ist nichts wichtig. Ei, ich verstehe. Versuch dich nicht etwas auszudrücken, okay? Wenn Alois gesagt hat, ihr sollt euch hier verstecken, denke ich nicht, dass die Ritter hier nach euch suchen würden. Und selbst wenn sie das tun, würden wir euch nicht ausliefern. In Ordnung. Danke nochmal, Frau Rossa. Ihr seid wirklich sehr nett. Ei, für so einen kleinen Kerl weißt du wirklich, wie man selbst in schwierigen Zeiten einen klaren Kopf behält. Im Gegensatz dazu, was ist denn mit deinem Freund dort los? Er hat kein einziges Wort gesagt, dass ihr hier seid. Das ist in Ordnung. Ich bin mir sicher, er wird sich morgen schon viel besser fühlen. Hi. Gut, dann gehen wir nach oben. Oh, da war eine Münze. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Moment, ich gehe mal kurz hier nach unten. Habe ich alle Hinweismünzen gefunden? Nein, eine Hinweismünze fehlt mir. Aber die finde ich noch. Das muss das Zimmer sein, von dem Frau Rossa gesprochen hat, oder? Meine Güte, es ist einzigartig, meint ihr nicht? Ist das eine Statue dort in der Ecke? Wie Avantgarde. Diese Statue sieht fast so aus wie Herr Hauer, oder nicht? Hey, ich frage mich, ob er sie selbst gemacht hat. Herr Hauer ist nicht nur nett, er scheint künstlerisch auch sehr begabt zu sein. Ich weiß nicht, ob man das Kunst nennen kann. Es ist gut, dass wir einen sicheren Ort gefunden haben, an dem wir uns ausruhen können. Oh ja. Wir sind heute viel umhergelaufen. Ich bin richtig erschöpft. Ich denke, unsere weitere Planung kann bis morgen warten. Jetzt sollten wir uns alle ausruhen. Richtig. Maya. Hätte ich dich nur retten können, dann wäre es nie so weit gekommen. Na toll. Ich sollte eigentlich einfach aus den Latschen kippen, aber ich kann nicht schlafen. Ich bin irgendwie durstig. Vielleicht sollte ich mir ein Glas Wasser holen. So aus, als wäre hier nichts mehr los. Alle müssen schon nach Hause gegangen sein. Ich hole mir einfach ein Glas Wasser und gehe zurück ins Zimmer. Aber vorher suche ich noch die Hinweismünze. Die muss ja jetzt hier irgendwo versteckt gewesen sein, als die Gäste hier noch waren. Na komm. Da. Jawohl. Damit habe ich jetzt die Hinweismünze gefunden. Was ist los? Probleme beim Einschlafen? Ja.
Ich bin total geschafft, aber ich kriege kein Auge zu. Ei, was ihr nicht sagt. Es sieht so aus, als hättet ihr noch einiges aufzuräumen hier. Braucht ihr Hilfe? Nein, das geht in Ordnung. Die Hausregel ist, wer das Chaos verursacht, räumt es auch wieder auf. Aber diese Dummerchen konnten die Augen nicht offen halten. Ich lasse sie morgen früh aufräumen. Oh, also sind sie alle gar nicht nach Hause gegangen? Sie waren so müde, sie konnten kaum einen Fuß vor den anderen setzen. Aber sie haben es nach oben in ihre Zimmer geschafft. Das ist ihr Zuhause und ihre Zuflucht. Ich meine, ich könnte mir nicht erzählen. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das laute Schnarchen nicht hört. Und ich dachte die ganze Zeit, das wäre mein Magen. Na, ihr hattet doch sicher einen Grund, aus dem Zimmer zu kommen. Oh ja, richtig. Ich wollte mir ein Glas Wasser holen. Ei, in Ordnung. Aber ihr müsst es euch erst verdienen. Wenn ihr mein Spiel gewinnt, könnt ihr ein Getränk eurer Wahl haben. Auf Kosten des Hauses, versteht sich. Habt ihr gesagt, ein Spiel? Was für eine Art von Spiel? Ruhe. Das war absolut unerwartet. Es tut mir leid, falls ich etwas falsch gesagt habe. Hi, Modiro. Ich habe das Messer nur gezogen, um es in dem Rätsel zu benutzen. Oh oh. Zum roten Kelch. Schiebe den roten Kelch in die rechte untere Ecke des Tisches. Lass den roten Kelch von den Dolchen abprallen, sodass er über den Tisch gleitet. Die Richtung hängt dabei vom Winkel ab, den die Dolche haben. Achte darauf, dass kein grüner Kelch auf der anderen Seite ankommt. Die Kelche tauschen beim Zusammenstoß den Platz. Okay. Das Rätsel kenne ich noch. Zack. Zack. So. Das müsste jetzt richtig sein. Jawohl! In diesem Rätsel steckt ein eindeutiger Widerspruch. Ha, der Meisteranwalt meistert das Rätsel. Bestechend. Wenn du eine größere Herausforderung suchst, sprich doch noch einmal mit Barbara Rossa. Sie hat bestimmt noch ein schwieriges Rätsel auf Lager. Ei, gar nicht so schlecht, mein Herr. Versprochen ist versprochen. Ihr könnt ein Getränk eurer Wahl haben. Alles auf Kosten des Hauses. Sagt einfach, was ihr wollt. Danke. Ich denke, ich nehme das Angebot an. Ihr habt es euch verdient. Ich habe niemanden hier ein Rätsel so schnell lösen gesehen. Haha, das war nur ein Glück. Wenn ihr einen Rätselexperten sehen wollt, ist Luke der richtige Ansprechpartner. Ei, ihr meint diesen tüffig aussehenden Jungen, richtig? Wisst ihr, für jemand in seinem Alter hat er einen klugen Kopf auf seinen Schultern. Er scheint ganz viel durchgemacht zu haben. Ja. Das hat er. Nach außen wirkt er ganz fröhlich, aber im Inneren muss er wirklich verletzt sein. Er hat jemanden verloren, der ihm sehr wichtig war. Aber er versucht, es zu verstecken. Dann ist da noch Sophie. Sie wurde erneut beschuldigt und muss nun wieder fürchten, in die Flammen geworfen zu werden. Und Maya? Ich kann nicht aufhören, mir die Schuld für ihren Tod zu geben. Deshalb muss ich stärker sein. Aber ich kann es nicht. Ich fühle mich so hoffnungslos. Ich bin der Einzige, der Luke und Sophie beschützen kann. Ich habe Angst. Angst, dass das mit Maya geschehen ist, noch einmal passieren könnte. Maya, ei? Ich habe gehört, was heute im Gericht passiert ist. Sie scheint euch sehr wichtig gewesen zu sein. Wenn man die Phoenix Wright Teile kennt, dann weiß man Bescheid. Sie ist sehr wichtig. Es geht mir gut. Ich bin nur nicht sicher, ob ich die beiden beschützen kann.
Und außerdem möchte ich nicht, dass sie denken, ich würde sie im Stich lassen. Ihr wollt sie beschützen? Und wollt ihr nicht, dass sie denken, ihr würdet versagen? Hi. Das klingt ja alles gut, aber wollt ihr wissen, was ich denke? Ich denke, ihr sagt nur, was ihr selbst hören wollt. Hm? Was meint ihr? Ich denke, die Worte, die ihr gewählt habt, sind einfach egoistisch. Worauf wollt ihr hinaus? Habt ihr auch nur einen Moment darüber nachgedacht, wie besorgt sie um euch sein müssen? Es ist also hoffnungslos, ey? Denkt ihr, diese zwei Kinder haben keine Hoffnung? So ein Unfug. Wollt ihr Hoffnungslosigkeit sehen? Das ist leicht. Seht einfach in den Spiegel. Wie habt ihr vor, diese beiden zu schützen, wenn ihr euch nicht endlich zusammenreißt? Ich... Es ist in Ordnung. Ich kann euch verstehen. Euch ist heute etwas wirklich, wirklich Schreckliches geschehen. Unvorstellbar traurige emotionale Dinge. Deshalb müsst ihr es zuallererst akzeptieren. Findet euch damit ab. Die Trauer, die Schuldgefühle, alles. Ehrlich, ich gebe euch keine Schuld. Wer könnte in einer solchen Situation alles für sich behalten? Ich kann mir selbst nicht vergeben. Ich kann es einfach nicht geschehen lassen. Ich konnte nichts tun. Absolut gar nichts. Ich konnte nur zusehen. Wie Maya. Maya, sie hat ihr Leben gegeben, um Sophie zu retten. Wäre ich schneller gewesen, hätte ich irgendwas getan. Dann wäre Maya noch... Sie wäre noch hier an meiner Seite. Alles ist meine Schuld. Oh, Luke, was machst du denn hier? Sophie, wieso bist du denn so spät noch wach? Ich konnte nicht schlafen. Ich wollte mir ein Glas Wasser holen. Welch Zufall! Oh, wer ist denn da vor dort? Sind das Frau Rossa und Phoenix? Wir sollten zurück ins Bett gehen, Sophie. Wir müssen morgen immerhin früh aufstehen. Ich glaube, Luke hat uns ausspioniert. Er hat alles gehört. Du hast recht. Herr White. Er hat uns zugehört. Dann bewegen wir uns mal nach oben. Herr White. Oh, entschuldige, Luke. Habe ich dich geweckt? Schläft Sophie noch? Ja, sie schläft wie ein Baby. Sie muss wirklich müde gewesen sein. Ja. Herr White. Ab morgen werde ich 210% geben. Was? Wieso das denn plötzlich? Ich möchte Ihnen nur helfen, auf der richtigen Spur zu bleiben, Herr White. Ich bin sicher, mit Sophie und mir an ihrer Seite können sie alles bewältigen, was man uns in den Weg legt. Kein Rätsel kann jemals schwierig genug sein, um uns aufzuhalten. Kein Rätsel ist so schwierig, ja? Das klingt nach dem Luke, den ich kenne. Aha, das ist wohl richtig, hm? Luke, du hast mir wirklich geholfen, mich wieder zu fangen. Ich weiß jetzt, wieso du der Lehrling des Professors bist. Und wie ich das bin. Geben wir unser Bestes, Luke, als Spitzenanwalt und Spitzenlehrling. Sie haben recht. Das wäre geklärt. Was hältst du davon, wenn wir versuchen, noch etwas zu schlafen? Ich bin absolut dafür. Gute Nacht, Herr White. Gute Nacht, Luke.
Die nächste Parade wird die wichtigste von allen sein. In Ordnung, mein Herr, ich verstehe. Ich überlasse alles andere euch. Bitte, kümmert euch um Sophie. Ja. Ihr musstet viele Schwierigkeiten überwinden, doch versteht, dass das Ende naht. Gewiss. Oh, ich verstehe. Ist das ein Schimmer von Abscheu, den ich in euren Augen sehen kann, Inquisitorin Gloria? Ich muss mich ausruhen. Solch Irrsinn in einem Mann. Ihr werdet es früh genug sehen. Bald erlebt ihr den Beginn einer neuen Geschichte. Und ihr werdet den Preis zahlen für all eure Fehler. Hä? Der Beginn einer neuen Geschichte? Was sie wohl vorhaben mag. Es stimmt. Wundersame Dinge sind in der Geschichte geschehen. Wie der Schöpfer Sophie de Narrateur, seine eigene Tochter, zu einer Hexe gemacht hat. Etwas derartiges zu schreiben. Irgendetwas stimmt da nicht. Soll ich dem nachgehen? Guten Morgen, Luke und Sophie. Habt ihr zwei gut geschlafen? Ja, danke. Ich habe bestens geschlafen. Ich auch. Ich bin ausgeruht und bereit für den Tag, Herr White. Es sieht so aus, als hätte jemand die letzte Nacht ausreichend Schlaf bekommen. Das ist richtig. Schlafmangel ist schlecht für die Konzentration. Gut, gut. Lass uns darüber sprechen, wo wir unsere Nachforschung beginnen sollen. Naja, es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir das Stadtzentrum vorerst meiden. Das ist richtig. Inquisitor Flamberg hat gesagt, dass wir uns nicht verstecken können. In Ordnung, dann bleiben wir vorerst in diesem Gebiet und sammeln so viele Informationen, wie wir können. Die große Hexe Arcana muss ein recht wichtiger Teil von Labyrinthias Geschichte sein. Sie haben recht, ich meine, man nennt sie die legendäre große Hexe. Sicher kann uns jemand mehr darüber erzählen. Ja, es muss Hinweise geben, die diese Sache ins rechte Licht drücken können. Ich denke, Sie haben recht. Detektiv Crash hat einige Dinge über Labyrinthia in seinem Brief an den Professor erwähnt. Er schrieb, diese Stadt sei in Geheimnisse gehüllt und wo es Geheimnisse gibt, gibt es auch Hinweise. Wir sollten dieses Gebiet zuerst untersuchen. Hier sind keine Ritter auf Patrouille. Ich schätze, sie meiden dieses Stadtviertel, hm? Ich bin sicher, wir können Informationen von den Stadtbewohnern bekommen. Jetzt muss ich sagen, sind wir nicht in der Nähe des Ortes, an dem Sophie von diesen zwei Kerlen überfallen wurde? Ja, sind wir. Es war etwa auf der Hälfte des Weges zum Marktplatz. Wenn das der Fall ist, denke ich, wir könnten eine Person fragen, die in dieser Sache verwickelt ist. Und das bedeutet mehr Informationen über Hexen. Du hast recht, Luke. Wir haben 2 Wochen Zeit, um so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Oh nein, das stimmt ja. Was ist denn los, Luke? Ich wollte niemanden erschrecken. Ich habe nur vergessen, es zu erwähnen. Die nächste Parade ist nicht in 2 Wochen. Ist sie nicht? Der dämliche Schöpfer hat in seinem Buch geschrieben und das Datum geändert. Direkt vor unseren Augen. Er hat die Geschichte umgeschrieben? Wann? Genau, ist die Parade. Naja, sie ist heute, Herr White. Was? Hast du das gerade gesagt? Heute? Das kann doch nicht wahr sein. Da bekommt die Zeit läuft auf eine ganz neue Bedeutung. Ich denke, die Vorbereitungen für die Parade haben bereits begonnen. Es sieht so aus, als würde sie heute Nachmittag beginnen. Wir haben wirklich kein Glück. Herr White,
In Ordnung. Damit haben wir umso mehr Gründe, unsere Nachforschung umgehend zu beginnen. Sehen wir mal, welche Hinweise wir finden können, solange wir noch Zeit haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr über die Großhexe Arcana herausfinden können. Ja, ja, Sie haben recht. In Ordnung, tun wir unser Bestes, um mehr Hinweise zu finden. Aber erstmal suche ich das Zimmer hier ab. Oh. Zack. Na komm. Zack. Jetzt müsste hier noch irgendwo ein Investment zu sein, ne? Bingo! Jawohl. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, ich beende hier die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao!